geht immer um Schatten, es geht immer um das große Ganze, es geht immer um die Details. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Malte Wulff. Ich bin Architekt und Stadtzeichner und bin seit 20 Jahren als Zeichner unterwegs. Als Urban Sketcher würde ich mich vielleicht so in den letzten 10 Jahren bezeichnen. Ich zeichne wirklich viel Architektur und Menschen im städtischen Raum. Hab da großen Spaß dran. Und das Wichtigste eigentlich zu Anfang ist, das ist eigentlich das, was alle falsch machen oder zu wenig machen, muss man letztendlich sagen, weil so richtig falsch ist ja eigentlich nichts, sind die Schatten. Und darum geht es vor allen Dingen. Gerade dann finde ich wenigstens, wenn man einen Sketch gemacht hat, der eher nicht so toll geworden ist. Ich fange mal an, vielleicht hat man irgendwie nur so irgendwie eine Figur gezeichnet, die eigentlich nicht so richtig toll ist, weil man noch nicht so richtig toll Figuren zeichnen kann oder so. Dann sieht die halt irgendwie so aus, aber in dem Moment, wo ihr anfangt, da richtig mal Schatten reinzubringen und so einer Figur Schatten zu geben, und zwar nicht nur an der Figur, sondern auch unter der Figur, fängt diese Figur plötzlich an, lebendig zu werden. Und das ist ein erster kleiner Trick, und das gilt auch tatsächlich für Häuser, die euch vielleicht nicht ganz so gut gelungen sind, die ein bisschen schief geworden sind, wo ihr nicht so richtig wisst, sitzt das jetzt alles richtig. Es ist immer hilfreich, sich einen Schatten drauf zu legen. Es ist halt sehr flach so, da gibt es auch wo Fenster drin vielleicht. Dann solltet ihr anfangen, Schatten reinzulegen. Und das ist eher immer mehr als wenig Schatten. Legt einfach mal richtig was rein in eure Zeichnung. Auch Fenster haben meistens wirklich wenig Licht, wenn man draußen davor steht. Die sind meistens schwarz. Tatsächlich, also legt da ruhig wirklich was rein und legt neben die Dinger, die ihr so habt, immer Schatten. Schatten, Schatten, Schatten. Es geht nicht zu viel, sondern das ist meistens, habt ihr zu wenig. Und wenn ihr nicht Flächen anlegen wollt, weil ihr nur mit dem Stift unterwegs seid, dann macht Schraffuren. Das ist übrigens auch ein guter Tipp. Ihr könnt gerne anfangen, sowas zu machen. Oder wenn ihr Kugeln habt, auch die könnt ihr gut schraffieren und euch was drunter legen. Ein Schatten, wieder eine Fläche, kann man aber auch schraffieren. Mit mehreren Schraffuren und Kreuzschraffuren. Und schon habt ihr einen Schatten drin. Das ist so der erste wichtige Tipp. Vergesst nicht die Schatten. Schatten sind wichtig. Macht lieber zu viel als zu wenig Schatten. Punkt Nummer zwei. Das Große und Ganze solltet ihr nicht aus dem Auge verlieren. Das Wichtigste ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja der Schatten, das hatte ich ja eben gesagt. Das Große und Ganze solltet ihr nicht aus dem Auge verlieren. Und hilfreich ist dazu, dass ihr nicht zu detailliert anfangt. Also wenn ihr eine große Kirche vor euch habt, dann ist es nicht hilfreich, wenn ihr auf einem Blatt mit einem Fenster anfangt oder mit der Stütze einer Kirche. Also versucht erstmal diese ganze Masse zu sehen. Und dazu ist es hilfreich, wenn ihr euch vielleicht vorher euer Blattformat mal klein aufzeichnet und anfangt, das in dieses kleine Blatt, in diesen Thumbnail reinzusketchen. Versucht das mal erstmal in klein reinzukriegen, was da alles ist, damit es euch nicht passiert, dass es drüber geht. Und wenn ihr dann in der kleinen Skizze es drüber laufen lasst, dann ist das nicht so schlimm. Dann wisst ihr aber, in meiner richtigen Zeichnung muss ich kleiner werden. Ich mache das relativ häufig, dass ich mir kleine Thumbnails erstmal zeichne und tatsächlich um ein Objekt erstmal herumlaufe, um zu gucken, von wo es gut aussieht. Und tatsächlich erstmal in klein, in so Skizzen, die so 5x5 cm groß sind oder 7x8 oder irgendwie so ein kleines Format, vielleicht so ein Checkkartenformat, und da erstmal reinzeichne und gucke, was von welcher Seite aus so ein Gebäude oder eine städtische Situation irgendwie am besten ist. Ich gucke dann auch meistens in so kleinen Formaten. Ist es ein Hochformat oder ein Querformat besser? Und ich versuche dabei immer, möglichst das große Ganze erstmal in diese kleine Skizze zu kriegen, damit ich das auf das große Blatt oder in die gute Skizze auch übertragen bekomme. Das ist eigentlich so der Anfang. Also versucht immer, das Große und Ganze im Blick zu behalten. Nicht mit den Details anzufangen, sondern versucht erstmal die große Masse zu sehen, die ihr auf dem Blatt haben wollt. Der Punkt Nummer drei ist, it's all about the details. Es ist nämlich immer so eine Frage, beim Zeichnen hat man meistens nicht so rasend viel Zeit. Ihr habt meistens, wenn ihr Sketches macht draußen, vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, und dann wollt ihr weiter den nächsten Ort sehen. Und das heißt, ihr solltet euch beim Sketchen nicht in Details verlieren. Das heißt, wenn ihr eine Fassade zeichnet, dass ihr nicht anfangt, oh, ich muss jetzt hier jeden Stein zeichnen. Das, liebe Freunde, das dauert zu lange. Ihr zeichnet euch einen Wolf. Da habt ihr keine Zeit für, in einer Skizze jeden Stein zu zeichnen. Macht das nicht, sondern guckt wirklich nach den großen Sachen, nach den großen Massen. Und wenn ihr tatsächlich eine Steinwand habt und ihr wollt gerne eine Textur drauf haben, dann nehmt euch lieber euer Skizzenbuch, dreht es euch gerne mal, legt euch eine Schraffur drauf, die vielleicht so in der Richtung ist wie so eine Steinschraffur, und setzt nochmal ein paar Punkte dazwischen
und dann geht weiter. Und haltet euch nicht an jedem Stein auf, nicht an jedem kleinen Fensterprofil. Es ist schon wichtig, dass ihr Details drin habt, aber das sind mehr so Details wie, was steht dort noch alles rum? Also zum Beispiel Staffage. Also steht dort eine Mülltonne rum? Ist dort ein Laternenpfahl, der noch mit dazugehört? Ist da noch irgendwas daneben, was ihr mit drin haben wollt? Wenn ihr einen Laternenpfahl im Vordergrund habt, sind da irgendwie kleine Aufkleber drauf, bringt die vielleicht noch mit rein. Erzählt eine Geschichte mit euren kleinen Zeichnungen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Verliert euch nicht in den Details in so einer Fassade, nicht jeden Stein zeichnen, aber guckt, dass ihr Details findet, die eure Zeichnungen und eure Geschichte in der Zeichnung unterstützen. Problem Nummer 4, das ist nämlich genau der Punkt beim Urban Sketching, wenn man draußen unterwegs ist, dass es Fluchtpunkte gibt. Wenn ihr es einfach haben wollt, versucht es am besten erstmal mit einer Zentralperspektive. Und wenn ihr in dieser Zentralperspektive eure Horizontlinie festgelegt habt und dort einen Fluchtpunkt festgelegt habt, versucht euch an diesen Fluchtpunkt zu halten, wenn ihr eine Zentralperspektive macht. Das heißt, ihr habt einen Punkt, auf den laufen Linien zu, ihr habt diesen Punkt, da geht's hin und da sitzen alle Linien, die in diese Richtung laufen, auch drin. Haltet euch an diesen einen Punkt. Fangt nicht plötzlich an, einen imaginären Punkt dort hinten zu suchen, in dem plötzlich andere Linien hinlaufen, die auf einen anderen Fluchtpunkt zielen, der manchmal irgendwo daneben ist. Haltet euch an einen Fluchtpunkt und zeichnet auf den los. Draw a line and follow it. Das ist so der englische Ausdruck dafür. Und wenn ihr diesen Punkt habt, haltet euch da dran. Nicht andere Fluchtpunkte suchen. Bringt eure Zeichnung durcheinander. Es hat den Effekt, dass eure Perspektiven schief werden und krumm werden und nicht mehr stark genug sind, um eigentlich die Szene zu zeigen, die ihr gerade zeichnet draußen. Wenn ihr euch mit einer Zentralperspektive beschäftigt, dann sucht euch natürlich auch einen Ort, der eine Zentralperspektive hergibt. Wenn ihr euch einen Ort findet, wo alle Gebäude irgendwie schräg zueinander stehen, ist das schwierig. Aber meistens hat man Straßensituationen, Platzsituationen, die relativ rechtwinklig sind, dann setzt euch zentral in diesen Ort oder schaut senkrecht auf eine Wand, sucht euch dort diesen Fluchtpunkt, der auf eurer Augenhöhe immer ist und legt diesen Punkt fest und zeichnet auf diesen Punkt zu. Sucht euch die Linien im Raum. Ihr könnt die sehen, wenn ihr so links und rechts guckt und lasst die einfach auf diesen Punkt zulaufen. Das ist eine Übungssache, das dauert auch einen Moment. Für diejenigen, die das noch nicht so oft gemacht haben, das ist ein Moment Konzentration, aber das Tolle ist, sobald ihr es einmal gesehen habt, könnt ihr es nicht mehr nicht sehen. Eine tolle Übung ist tatsächlich, sich ein Blatt zu nehmen, sich einen Punkt drauf zu setzen und auf diesem Punkt Würfel laufen zu lassen. Das ist etwas, was ich gerne mache, wenn ich irgendwie telefoniere zum Beispiel. Nebenbei ist das eine gute Möglichkeit, um seine Zeichnung zu verstärken. Das kann man dann auch mal gleich prima machen, noch ein paar Schraffuren drauflegen und den Ganzen nochmal so ein bisschen Schatten zu geben. So, es sind ganz nette kleine Übungen, um so eine Zentralperspektive ganz gut hinzubekommen. Da kann man auch mal Sachen zeichnen, die schweben und so weiter. Also versucht mal, wenn ihr sowas macht, dass ihr euch wirklich an kleinen Skizzen das probiert und das dann in den großen Raum, wenn ihr rausgeht, übertragt. Das sind so ganz einfache kleine Sachen, mit denen man das zu Hause immer mal so nebenbei üben kann, wenn ihr skribbelt oder sketcht. Punkt Nummer 5, was auch sehr spannend ist, es ist immer toll, wenn man das zeichnet, was man wirklich sieht und nicht das zeichnet, was man glaubt zu sehen oder von dem, was man weiß. Sondern guckt wirklich hin, wenn ihr zeichnet. Und das hat auch eine ganze Menge mit den Fluchtpunkten, die wir eben hatten, bei Punkt 4 zu tun. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel in einem Raum seid, auf der Straße sitzt, dann kann es, und ihr steht in einer Straße, dann kann es kaum sein, dass ihr von oben in die Dachrinne guckt, die hier vielleicht irgendwo da oben schwebt. Zu diesem Fliegen, zu diesem Hochkommen, darüber reden wir gleich noch, weil das habe ich noch in Punkt 7, kommen wir gleich noch zu. Das Wichtigste ist nämlich auch, oder einer der wichtigen Punkte ist wirklich, dass ihr das zeichnet, was ihr wirklich seht. Also schaut hin, schaut genau hin, auf welcher Seite ist es hell, auf welcher Seite ist es dunkel. Nicht, dass ihr, sagen wir mal, auf der Seite Schatten habt zum Beispiel und plötzlich ist es auf der anderen Seite auch Schatten. Das ist weniger der Fall, sondern dann sorgt dafür, wenn ihr es aus Versehen gemacht habt, dass ihr auf der anderen Seite ja mehr Schatten habt, dass es dunkler wird, dass ihr eure Situation wirklich in den Griff bekommt, dass ihr das zeichnet, was ihr seht und nicht das, was ihr glaubt zu sehen. Also immer wieder abprüfen, ist das wirklich da oder ist das nicht da? Läuft die Linie in die Richtung oder läuft sie in die andere Richtung? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir kommen nochmal jetzt zu Punkt 6. Wir sprechen jetzt über die Staffage beim Zeichnen. Das ist nämlich etwas, was einem relativ häufig passiert, wenn man im Urban Sketch unterwegs ist, wenn man draußen ist und man sich auf ein Haus fokussiert
und irgendwie ein Gebäude zeichnet, eine Kirche zeichnet, dass es so einen so einnimmt, dass man die Staffage, nämlich das, was drumherum steht, oft vergisst. Also mir passiert das auch ständig und ich schimpf dann immer gerne mit mir oder ärgere mich darüber, weil das dann manchmal schwierig ist, das hinterher noch einzuzeichnen. Denkt da früh genug dran. Denkt dran, dass wenn ihr eine Kirche zeichnet, die da irgendwie nett im Raum rumsteht, mit einem Turm und dann gibt es da irgendwie ein Dach drauf und ihr habt die fertig gezeichnet, die steht dann da so schön, dass da noch eine ganze Menge Dinge drumherum sind. Zum Beispiel sind da Menschen, die rumlaufen. Vergesst mir nicht die Menschen, die sind ein ganz wichtiger Teil und die sind nicht nur da hinten, stehen vielleicht auch im Vordergrund. Da sind eine ganze Menge Leute, die da vielleicht hin wollen, gerade zur Kirche. Nächster wichtiger Punkt ist, wenn da Autos rumstehen, dann zeichnet auch die Autos. Ein Auto zu zeichnen ist tatsächlich ein ganz eigener Kurs für sich, aber vergesst die nicht. Die machen unseren Stadtraum aus, leider so, aber zeichnet Autos immer mit rein. Vergesst nicht, die Schatten unten drunter zu setzen unter die Leute. Auch Fahrräder, wenn Menschen vielleicht ein Fahrrad dabei haben sogar. Zeichnen wir das hier mal, ich versuche es mal gerade so, hat jemand ein Fahrrad mit dabei. Dann nehmt das vollständig und nicht nur das Gebäude an sich, sondern bringt diese ganze Staffage, alles was da ist, mit dazu. Das ist ein wichtiger Teil, um so ein Sketch komplett zu machen. Wir kommen jetzt mal zu Punkt Nummer 7. Und zwar geht es jetzt ums Fliegen. Es passiert Urban Sketchern wirklich häufig, dass wenn sie sich einen Fluchtpunkt gesetzt haben, sich nicht unbedingt an diesen Fluchtpunkt halten und die Linien, die zu diesem Fluchtpunkt laufen, nicht wirklich im Auge haben. Das heißt, sie rutschen plötzlich in ihrer Zeichnung nach oben. Die Zeichnung ist dadurch nicht falsch an sich, es ist aber nur nicht das, was man tatsächlich sieht. Relativ häufig passiert es Zeichnern, dass wenn sie eine Zeichnung machen, dass sie anfangen, plötzlich von oben zu zeichnen. Ihr habt eine Situation, ihr seid in einem städtischen Raum irgendwo, ihr habt links ein Gebäude und rechts ein Gebäude und habt einen Fluchtpunkt in der Mitte und versucht plötzlich Dinge, weil ihr wisst, okay, diese Linie hier unten, die läuft darauf zu und ich weiß, die Dachkante läuft ja parallel zu meiner Fußbodenkante und dann zeichnet ihr womöglich diese Linie parallel dazu. Und plötzlich denkt ihr so, komisch, und die obere Kante läuft ja auch eigentlich dazu. Eigentlich muss sie ja zu dem Fluchtpunkt da unten und das funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Das heißt, ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr euch immer an diesen Fluchtpunkt haltet, weil in dem Moment, wo ihr es nicht tut, kann es euch tatsächlich passieren, dass ihr anfangt zu fliegen. Weil im Moment, dieses, was ich jetzt hier aufgezeichnet habe, wenn ich das mal so immer so eine Schraffur drauf bringe, dies sei das Dach, hier war unsere Dachrinne, dann ist das, als ob ich von oben in die Dachrinne gucke. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Linien, die da sind, dazu nehme ich mir jetzt mal einfach eine andere Farbe, damit ihr es auch mal sehen könnt. Diese Linie war richtig, aber diese Dachrinne, die läuft natürlich weg, die läuft nach oben. Tatsächlich kippen Perspektiven immer Richtung Fluchtpunkt. Die Linien, die Richtung Fluchtpunkt laufen, laufen Richtung Fluchtpunkt. Die laufen nicht plötzlich parallel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Urban Sketch und das passiert relativ häufig. Und das ist ein wichtiger Punkt, darauf zu achten, damit ihr nicht ins Fliegen kommt, damit ihr nicht plötzlich anfangt, Sachen dann doch richtig zu zeichnen, weil die irgendwie auf dem Boden stehen und so weiter. Das ist eine komplizierte Sache. Deswegen müsst ihr das üben und achtet darauf, dass eure Zeichnung nicht zu hoch kommt, sondern dass ihr das zeichnet, was ihr seht. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt, zu Punkt Nummer 8, und das ist der Bildaufbau. Das ist auch ein wichtiger Teil in so einem Urban Sketch und das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Es ist immer sehr hilfreich, wenn ihr euch ein paar Thumbnails zeichnet und dann nicht nur dabei guckt, welcher Ausschnitt ist toll, also welcher Situation im Stadtraum ist gerade toll, die ich zeichnen will, ob ich weiter nach links gehe oder weiter nach rechts gehe, sondern achtet dabei auch drauf, dass euer Bild einen spannenden Aufbau bekommt. Und das hilft auch tatsächlich bei Thumbnails. Der Klassiker ist eigentlich, ihr zeichnet einen Menschen, nehmen wir den mal, und der sitzt in der Mitte. So, noch schlimmer, der Kopf ist genau in der Mitte. Machen wir es mal so, noch schlimmer. Das ist eigentlich der Gipfel an Langeweile, wie man ein Bild aufbauen kann. Deswegen achtet mal drauf, das gilt alles für alles. Ganz egal, ob ihr Menschen zeichnet oder Gebäude zeichnet. Teilt euch das mal in so drei Teile und setzt mal den Menschen dahin. Ist gleich viel mehr Spannung drin. So, das ist genau das Gleiche könnt ihr mit Gebäuden oder mit dem Punkt, der für euch der wichtigste in der Zeichnung sein soll, ist, bringt den dann einen dieser vier Punkte. In diese drei von diesen Schnittlinien, in einen dieser vier Punkte, teilt euch das Blatt auf und sucht euch da den Fokus reinzulegen. Dass es hier oder hier plötzlich eine Gewichtung bekommt. Könnt ihr nachher auch mit Farben machen und versucht rauszugehen aus der Mitte. Versucht nicht euren Schwerpunkt genau in der Mitte des Blattes zu haben, sondern baut euer Bild anders auf. Verbringt Schwerpunkte rein,
das macht eure Bilder einfach stärker und viel interessanter. Das ist eine Dynamik drin, es ist eine Spannung dadurch drin und das ist doch eigentlich das, was wir auch wollen. Wir wollen nachher natürlich eine spannungsreiche Zeichnung haben und nicht eine Zeichnung, die langweilig ist, weil es einfach alles in der Mitte ist. Okay, das waren meine 8 Punkte an den großen Fehlern, die allen Urban Sketchern irgendwie passieren. Es geht immer um Schatten, es geht immer um das große Ganze, es geht immer um die Details, auf jeden Fall. Es geht vor allen Dingen auch um die Fluchtpunkte. Und Fluchtpunkte sind auch so ein Punkt, wie gesagt, das braucht viel Übung, das sind viele Stunden, die ihr damit verbringen werdet, die man nicht jetzt mal ganz schnell in so einem Tutorial, in so einem kleinen Video erklären kann, mit denen ihr euch viel auseinandersetzen müsst im urbanen Raum draußen beim Zeichnen, beim Sketchen und die nicht so schnell erklärt sind. Aber es sind Hinweise, die euch vielleicht helfen. Achtet darauf, dass ihr nicht ins Fliegen geratet, dass ihr an euren Fluchtpunkten arbeitet, dass ihr am Fluchtpunkt bleibt, immer darauf hinarbeitet, dass ihr eure Zeichnung vernünftig ausstattet mit Staffage, dass ihr Schatten reinbringt, wie gesagt, dass ihr nicht ins Fliegen geratet, dass ihr immer einen schönen Bildaufbau hinbekommt, dass ihr eure Schwerpunkte setzt. Darum geht es eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können heute in diesem kurzen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder, vielleicht auch in einem Kurs von Artist Travel. Vielleicht sehen wir uns in Wien oder in Venedig oder in Würzburg. Würde mich sehr freuen. Danke.